ich habe einen Kumpel, ungelogen, der hat die Heizung im Keller mit dem Internet verbunden. Die Heizung im Keller mit dem Internet. Der kann morgens keine Mails abrufen, weil die Heizung im Internet surft. Wirklich, ich weiß nicht, was Heizungen morgens im Internet machen. Lädt sich ein Porno runter, ich weiß es nicht. Auf Roreverlegen.de sind die Heizungen, glaube ich. Ganz schlimme Seite, gehen Sie da nicht drauf. Doch. Der hat alles digitalisiert, Smart Home nennt sich das. Der kann in Thailand, sitzt der am Strand mit dem Smartphone und dann kann der aus dem Urlaub bei sich zu Hause in der Wohnung eine Ladung Wäsche waschen. Wenn man das jemandem vor 20 Jahren erzählt hätte, der hätte gesagt, warum? Warum? Wieso? Ich schicke euch jetzt nach Hause. Die Wurzel des Denkens ist der Zweifel. Und die Wurzel des Zweifels ist das Wissen. Denn je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, was ich nicht weiß. Und trotzdem sitzen in den Talkshows und Expertenrunden und sind über jeden Zweifel erhaben. Politiker, Wirtschaftsbosse, Banker, die Silberrücken-Gorillas der Neuzeit. Die wissen sogar Antworten auf Fragen, die gar keiner gestellt hat. Ja, das ist sogar ihre Masche, auf die Frage gar nicht zu hören, weil sie die Antwort schon kennen. Was wir brauchen aber, ist nicht mehr Gewissheit, sondern mehr Zweifel. Weil die Fragen wichtiger sind als die Antworten. Was nutzt dir eine gute Antwort, wenn die Frage die falsche war? Der Zweifel ist Grundlage unseres Menschseins. Wer zweifelt, der will wissen. Der Rest ist Hausmeistermodus. Haben wir nicht, wollen wir nicht, fangen wir uns gar nicht erst an. Am Hausmeistermodus ist schon so manche Kultur zugrunde gegangen und so gut wie jede Schulverschönerung gescheitert. Im Zweifel für den Zweifel, damit Sie heute Abend all das erfahren, was Sie schon immer nicht wissen wollten. Im Zweifel für den Zweifel, weil ich zumindest eines weiß, dass der Zweifel über alles Wissen erhaben ist. Wer zweifelt, der verzweifelt nicht. Aber ganz unter uns, was weiß ich schon? Ist noch lang nicht Schicht. Ich muss wohin? Zu Queen, die heißt Jasmin. Apokalypse now? No, ich hab nen Fußpflegetermin. Die Welt geht unter, mach dir mal. Ja, damals hatte man noch selbstgemachte Laternen. Der Metzger Bernd, der hatte so eine Schweinsblase aufgeblasen. Und eine Salami reingestellt, ja, und die angezündet. Oder die Bauerskinder, die hatten so junge Katzen an Schnüre gebunden und na, nein, 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 das ist Quatsch. Es waren alte Katzen, die hatten es schon hinter sich, ja, das. Vielen Dank, Duisburg, vielen Dank den Jungs und